Ihr könnt doch bestimmt noch Ramadan. Und genau diese Geschichte hat sich wiederholt. Und zwar ist der Bürgermeister spurlos verschwunden. Und ich hatte mir gedacht, wir schnappen uns jetzt unser neues Auto, das habe ich mir nämlich noch geholt, und fahren dort einmal hin. Normal, dass der auf einmal weg ist. Das ist überhaupt nicht normal. Junge, das fahr auch weit. Denn das ist echt nicht normal, dass der einfach so spurlos verschwindet. Fahr doch einfach. Das ist echt nicht normal. Jetzt fahr einfach. Mann. Du brauchst gar nicht erst. So. Denn ihr kennt doch sicherlich noch den Wald, wo wir mit Holzen. Und dort soll er angeblich wohnen. Und während wir jetzt erstmal dahin fahren, lasst ein Like da und ein Abo. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann, wenn der Bürgermeister spurlos verschwunden ist. Nee, der ist wirklich spurlos verschwunden. Da sieht man schon den Hof, den wir uns ja noch am Aufbauen sind. Da habe ich jetzt irgendwie so ein Bauunternehmen beantragt. Und ich bin mal gespannt, wir sind auch schon da. Ich werde auf jeden Fall mit einem Auto reinfahren in den Wald, das ist klar. Ich würde sagen, so, bis Ende zweiten Gang fahren wir, weil wir müssen erstmal suchen. Erstmal heißt es suchen. Mit null Licht sieht man ja gar nichts. Beziehungsweise siehst du auch nichts, wegen den ganzen Büschen. Irgendwo hier. Da liegt ein Baum. Hier beginnt schon die nächste Waldhälfte Richtung. Ah, da ist es. Wir sind da, Leute. Hier ist es. Komisch, dass da noch Licht brennt, ne? Hallo? Hallo? Okay, ich bin jetzt nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, dieser genug Strom. Hier ist niemand. Kann man hier irgendwie hoch? Nein, aber man kann einfach in den Kleiderschrank rein. War schon komisch, ne? Hier ist noch ein alter Mantel. Naja, ich glaube, das wird es hier erstmal lassen. Echt komisch, und mitten im Wald. Komisch. Ich würde mein Haus nicht so mitten im Wald hinplatzieren. Das ist echt hammergruselig hier, ne? Mit dem mal ein bisschen höher. Oder ganz hoch, dann können wir ja einmal kurz übers Feld. Ist das Wahnsinn, ey. Einfach das Haus des Bürgermeisters mitten im Wald.
Ich hab das zuerst nicht geglaubt, aber dann. Gott. Aber dann, als ich das gerade gesehen habe. Alter Schwede. Da müssen wir rein. Hier ist doch unser Hof, aber wo ist denn jetzt die Hofeinfahrt? Ach so. Hat dann ja was. Das können wir auch einfach so machen. Und dann einfach schon mal den kurzen Weg nehmen. Okay. Gucken wir uns schon mal den Hof an, ob wir auch weitergekommen sind. Bis jetzt sieht es noch nicht so aus, sondern wir haben auch 22 Uhr nachts. Und um 0 Uhr nachts wurden da sogar Kreaturen gesichtet am Haus. Und irgendwie ist mir das nicht geheuer, direkt vor dem Wald. Naja. Das ist jetzt so. Alles ist echt schon so hell hier. Irgendwie ist mir das nicht geheuer. Ich wollte jetzt auch nicht dort alleine rausgehen. Deswegen, oder zumindest zu Fuß. Deswegen habe ich auch das Auto genommen. Aber es ist schon irgendwie jetzt ein bisschen beängstigend, dass hier vorne direkt der Wald ist. So um 23 bis 0 Uhr wurden die gesichtet. Oh Gott. Wie haben die das denn hier reingebaut? Nö. Naja. Also ich habe es echt eingebaut, aber egal. Das soll ja immer ein Holzlager sein. Denn das Problem ist ja, dass die Kreaturen sich in der Reichweite von 1 Kilometer hier bewegen dürfen. Bedeutet, da vorne vom Waldrand 1 Kilometer ist bis da vorne zur Hofeinfahrt. Oder sogar noch weiter. Wenn wir denn hier wohnen würden, ich glaube, das wäre nicht so schön. Deswegen. Das ist schon ein bisschen beängstigend, aber naja, ich glaube, wir sollten erstmal schlafen gehen, bevor wir irgendwas anderes noch machen. Uns noch irgendetwas passiert.
Oh nee, hier wollen wir gar nicht hin. Wir müssen dann noch weiter nach oben. Ah, genau, hier sind wir jetzt. Ja, jetzt kommt's hin. So, jetzt sind wir direkt raus hier. Hier will ich mir auch noch so eine kleine Abfahrt hinbauen lassen. Das wird dann auch noch kommen. Uiuiui. Die Straße ist aber echt huckelig. Und dass ich jetzt hier abends so schnell fahre, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich mach's jetzt einfach. Da ich einfach nur nach Hause will. Das ist ja schon echt komisch. Komm, erstmal fahren wir nochmal kurz tanken. Wo ich nicht tanken muss, aber ich will mir nochmal kurz eine Dose kaufen oder so. Weit hier. Okay. Aber das ist schon echt komisch mit dem Wald. Wenn man da mal so guckt. Ich habe mir da auch jetzt eine Markierung auf meiner Karte gesetzt, damit ich weiß immer, wo das Haus ist. Aber man merkt schon, es ist mitten im Wald. Also das ist schon gruselig. Ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen. Und dann in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Bauen. Ciao mit Kakao.